Hallo, liebes Chemmeter-Freunde, ich bin der Callcenter-Crusher und heute gibt es wieder die Schnipsel aus dem vergangenen Monat September. Alles kurze, sinnlose Anrufe, die nur in einer Schnipselsammlung sinnvoll verwertet werden können. Also holt euch einen Kaffee oder Tee und genießt die teilweise sehr absurden Anrufe. Viel Spaß! Nach dem Intro geht's los! Hallo? Hallo? Hallo, Herr Mayer. Also gestern haben wir mit Ihnen gesprochen, Herr Sandra Schindler, und wahrscheinlich haben Sie... Ich verstehe Sie leider nicht. Wer sind Sie? Sandra Schindler. Ich bin Kundenberaterin von Ölprofit-Projekt und vor einiger Zeit, Sie haben sich auf unsere Webseite beworben und sich für unser automatisiertes Handelsprojekt interessiert. Ne? Und wen wollen Sie bitte genau sprechen? Mit Sandra Schindler. Ja, das sind Sie doch. Mit wem wollen Sie denn genau sprechen? Ja, mit Stefan Mayer. Ach so, ja, das sagen Sie ja nicht. Ja, das bin ich. Ja, und ich möchte Ihnen erklären, dass wir bieten Arbeit mit einem automatischen System, das unabhängig verwaltet den Handel auf Ihrem Smartphone oder Computer und bringt bis zum 30% des Einkommens pro Monat. Und es handelt sich um ein Computerprogramm, das auf der Plattform installiert ist und mit Ihrem Konto an der Börse arbeitet. Und Sie müssen fast gar nichts tun. Und das System analysiert den Markt selbstständig durch technische Marktanalyse und eröffnet und schließt Handelspositionen. Verstehen Sie? Ja, und, schon. Na, reden Sie mal weiter. Okay. Aber Sie können schön vorlesen. Was meinen Sie? Ah, Sie lesen schön vor, sagte ich. Ich rede mit Ihnen, ich lese nicht vor. Ach, das haben Sie doch sicherlich schriftlich da liegen, Ihr Skript. Warum meinen Sie so? Ja, weil Sie... Also, das ist mein Job und ich muss das... Nein, ich muss das lernen, natürlich. Ja, genau. Meinen Sie, Sie einfach so Lohn verdienen, oder? Also ich bin Beraterin und ich kann Ihnen Ihre Frage beantworten. Gell? Gut, okay. Dann nennen Sie mir mal Ihre Webseite, bitte. Haben Sie bei dieser Nummer WhatsApp? Darf ich nochmal? Nennen Sie mir bitte Ihre Webseite. Sie wollten meine Fragen beantworten. Jetzt ist meine Frage... Ja, ich kann Ihnen schicken, der Link. Nein, ich habe gesagt, nennen Sie... Ich weiß, Sie verstehen schlecht Deutsch. Ich versuche es nochmal ganz deutlich. Nennen Sie mir Ihre Webseite, bitte. Baden-Württembergische Wertpapierbörse. Ach so, ach, Sie sind also von der Stuttgarter Börse? Genau. Gut, hervorragend. Dann schreiben Sie mir mal eine E-Mail. Okay. Mit Ihrem Angebot. In Ordnung. Das dauert eine Minute. Okay? Ja gut, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Okay, Moment. Ja, da ist sie weg. Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag, Herr Rothmüller. Wie geht es Ihnen? Wollen Sie bitte sprechen? Mit Herr Paul Rothmüller. Rutemöller heißt der Name. Können Sie nicht so gut lesen? Okay. Was ist der Grund Ihres Anrufs? So, ich rufe Ihnen über Onlinehandel. Ich möchte Ihnen, gibt es ein paar Informationen hat. Gibt es ein paar Informationen? Ja, dann geben Sie mal Informationen. So, sagen Sie dem Kollegen, er soll nicht so laut sein. Man versteht Sie kaum. Es ist sehr laut bei Ihnen. Okay. Jetzt hören Sie mich besser. Ja, das Problem ist, dass ich den Nachbarn sehr laut höre. Das ist ein Büroherr. Ja, eben. Und dann soll der Nachbar nicht so laut reden, weil er stört meine Unterhaltung mit Ihnen. Okay. Wie alt sind Sie? Das geht Sie erstmal gar nichts an. Wie alt sind Sie denn? Ich kenne Sie doch gar nicht. Okay.
Bitte? Also, sind Sie interessiert über dieses Thema oder nicht? Ja, natürlich, aber Sie haben ja noch nichts über dieses Thema gesagt. Sie wollten doch Neuigkeiten verkünden. Dann verkünden Sie doch jetzt mal Neuigkeiten. Ja. So. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Simon Nux am Apparat. Rede ich gerade mit Herrn Martin. Herr Martin ist doch ein Vorname. Ihr Vorname? Martin, ja? Martin ist ein Vorname. Jürgensmann ist ein Nachname. Sie sprechen jawohl, also mit Herrn Jürgensmann. Jawohl, Jürgensmann. Simon Nux ist am Apparat, ja. Ja? Und zweitens, ich rufe Sie gerade vom Blockchain-System an, wegen einer Auszahlung. Mhm. Die unter Ihrem Namen läuft. Aha. Also, ich bin informiert, dass Sie früher mal in Online-Trading Geld investiert haben und kein Geld zurückbekommen haben. Stimmt das? Wer hat Sie da informiert? Blockchain ist ein System, wir haben zu tun mit Transaktionen, die Menschen machen. Mhm. Und da... Blockchain hat Informationen, dass Sie früher mal in Online-Trading diese Erfahrung gemacht haben. Ja. Stimmt das? Ich rufe Sie zu helfen, weil ich habe hier in meinem System ein Kapital, das unter dem Namen läuft. Ich will Sie jetzt darüber informieren und dann, wenn Sie es wünschen, helfe ich Sie dabei, das Kapital auszahlen lassen. Welches Kapital habe ich da? Dieses Kapital beträgt über 15.000, die unter dem Namen sind. 15.000 was? Euro. Aha, okay. Und wo kommt und die das? Die laufen unter ihrem Namen. Mhm. Also da sind Gewinner unter ihrem Namen gemacht worden, weil sie früher mal mit einer Firma gearbeitet. Diese Firma war ein unlizenziertes Firma. Sie hat nur Geld von ihm verlangt, aber kein zurückgezahlt, oder? Das war, welche Firma war denn das? Bei Bitcoin oder sowas. Bei Bitcoin? Die Firma kenne ich ja, nicht. Ja, wo sie investiert haben. Die Firma kenne ich gar nicht. Haben Sie Online-Trading dann gemacht? Ich habe tatsächlich mal Online-Trading gemacht, aber nicht bei Bitcoin. Ja, bei einer Online-Transaktion. Ja, und bei welcher Firma? Online. Die Firma sehe ich da momentan nicht. Mhm. Ich sehe nur, dass Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Schlechte? Nö. Gutes? Natürlich. Haben Sie die Geld zurückbekommen? Natürlich. Warum verschwinden Sie meine Zeit jetzt gerade? Sie haben mich doch angerufen. Ich habe Sie angerufen und ich habe Sie gefragt. Sie sagten, ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Nee, ich habe gesagt, ich habe Erfahrung gemacht. Von schlecht habe ich nicht geredet. Schlecht habe ich gesagt. Und Sie ja, haben hast ja du gesagt. Geantwortet. Nein, habe ich nicht. Ja, und Sie haben ja gut, dann sagen Sie mir bitte doch mal, Sie haben gesagt, dass Sie rufen von der Blockchain an. Richtig? Ja. Okay, dann erklären Sie mir doch mal bitte, was die Blockchain ist. Blockchain ist eine Online-Bank. Es ist ein, der hat zu tun mit Transaktionen, die Menschen machen. Mhm, okay. Und Sie haben eine Transaktion mit meinem Namen gefunden, richtig? Und Ihren Namen gefunden, ja. Mhm. Und die Blockchain arbeitet doch mit Wallets, richtig? Jawohl. Dann lesen Sie mir bitte mal die Wallet-Nummer vor, wo mein Name dran steht. Die Wallet-Nummer, wo Ihr Name steht? Richtig. Ja, kann ich machen. Ja, gerne. Okay, warten Sie nur kurz, ich finde das mal. Ja. Ja, bitte. Ja, guten Tag, Herr Thomas Adamski. Adamczyk. Adamczyk, Robert Zukin Apparat. Sie haben sich bei uns in Online-Börse registriert, ja? Ja, welches ist jetzt Ihre Plattform? Welches Ihre Firma? Was arbeiten Sie, Herr Adamczyk? Welches ist jetzt Ihre Firma? Entschuldigung, Herr Adamczyk, Sie sind dumm. Ich habe sind Sie Frage dumm? Gestellt. Haben Sie meine Frage nicht verstanden? Sie haben Ihre Firma okay. noch gar nicht genannt. Sie sind sehr, sehr idioter Leute, okay? Ja, Sie sind sehr, sehr Betrüger, Leute.
Ja, hallo? Guten Tag, Herr Mayer. Mein Name ist Antonio Berg. Ich rufe ihn an von Scapable. Das ist eine Investitionsfirma. Haben Sie Interesse? Wer sind Sie bitte? Hallo? Und nun? Ja, bitte. Hallo? Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Hadamsee? Bitte? Spreche ich mit Herrn Hadamsee? Ja, ist richtig. Das freut mich sehr. Mein Name ist Emma Brandt und ich melde mich von Blockchain. Wir sind eine Anwaltskanzlei und es geht über eine Summe, das steht unter Ihrem Namen und Nachnamen auch. So, Sie haben früher eine Investition gemacht haben, stimmt das? Ja, schon. Sie sind eine Anwaltskanzlei. Welche denn? Nochmal bitte? Sie sind eine Anwaltskanzlei. Welche denn? Ja, wir sind eine Anwaltskanzlei, richtig. Ja, und wie ist der Name dieser Anwaltskanzlei? GD Lawyers ist der Name von den Unternehmen. GD Lawyers? Und wo sitzen Sie? Gustav, David Dora, Lawyers, aber wir sind ein Teil von dem Blockchain. Wir arbeiten für den Blockchain und wir sind eine Anwaltskanzlei. Mhm. Sie arbeiten für die Blockchain? Ja. Können Sie mir da mal erklären, was die Blockchain ist? Ja? Hello? Hallo. Hello, sir. Bitte? Hello, how are you? Bitte? Wer sind Sie? No, it's Luis from Cyber Solo Forensics. How are you? I'm fine. Amazing. I called you regarding to your compensation to the company AMI. Do you recognize that one? Nope. Okay, so as I see here, you made a deposit of 250 euros to the company AMIIFDE, which I don't know this one, but this company is about to be closed. And where do you see it? Money. Excuse me? Where do you see it? I see it at AMIIFDE. Where do you see it? Where do I see it? At my system. And what? Which is the name of the system? It's none of your business, sir. But I want to know what's the name of your business. My business is Cyber Sleuth Forensics. I can't tell you where I see what I'm seeing because that's my business. Your business? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So now, what's your system? What's it called? My system is a cyber system. And I see that someone took from you money and now it's locked under a wallet. Which Who I want took to the money to from me? AMI company. I don't know this company. You pay that, no, not me. No. Where do you see where I've paid? Swiss cryptos. Swiss cryptos. Something like that. Something, but not sure, huh? what I see is what I'm telling. Ah, yeah, yeah. And go on. Okay, so you don't want to withdraw your money, all good. I won't give you a service, it's all fine. I'm not here for the profit, so it's all good. Oh. If you don't want to, you just can say, I don't want to, and it's all good. It's a gift for you, especially for you. That money? Yep. I'm because not able to take it. Doch, yes, yes, you are able. You are a so smart scammer. Yeah, someone scammed you and now it's my fault, but it's fine. You want to scam me? You want to scam me? You are a scammer.
Sir, we are a company that want to help people to Where are you registered? Hey, where are you registered? UK. Yes, and which is the name of the Behörde? Are you registered at FCA? Yeah, sure, you can check about it. Okay. Listen. Okay. Check our website. Yeah, okay, okay. Hallo, Dabalab. So, FCA, sagten Sie? FCA, okay. So. Yeah, FCA is a protocol. FCA. FCA, okay. Now give me the number you are registered under. Sir. The reference, the reference number. Listen to me. Give me your reference number on FCA. In 1 minute, I won't give you help at all. But I'm kind today, so look at our You website. Are so kind to scam me. You are so kind. You want to scam me. So give me the number. I don't want. Give me the number, the reference number. The reference number. But thank you very much, sir. Our website is CyberSolos Forensics. If you will need our help, the reference number, you are a scammer. You have no website. You are a scammer. Hello? Yeah, hello. Hello. Yes, it's Ansel. What's your story? Was receiving your money back. What? Yes, so what are you saying? What are you saying? German. I know you're saying German, but... But... get your money back. But... German. German? Wir sprechen Deutsch. Yeah, I know you say Deutsch and German, but genau. You're not going to get dann your sprich money auch back. Deutsch. So I guess you're not going to get your money back in Deutsch. Ja, ja, genau. Sprich mit Deutsch mit mir. Okay. Yeah, no, bye. Tschüss, Betrüger. Hallo? Hello? Hallo. Yes, Luther, I'm back. Do you want your money or not? Deutsch, ich spreche Deutsch. Yeah, I don't care for Deutsch or not. Do you want I your don't money care back for not? Your language. So then shut your mouth. How about shut, that? Shut up, scammer. Sir. Shut up, scammer. Watch your tone. Sir, you have to watch your tone. So you do speak English. That's what I wanted to figure out. You do speak English. You do speak English. You're just I a don't liar. Speak you're just a I liar. Don't speak English. No, you scammers. Speak English. You speak English. Not you speak with, English. Not you're just not going to get scammers. Your money back. Not with scammers. Yes, scammers. You that, are that's a why scammer. The scammers get your money. You yeah, are that's a why scammer. The scammers have you your are money. The scammer. No, that's why the scammer. You that's are why the scammers scammer. Have your money. You are will the not scammer. Receive you your are money the back. Scammer. No. Hey, what, you what's your company your name? Money. What's your company because, name? Yeah, what's my company name? Yeah, don't worry about it because you it's not it's nothing to do with you because you want to give me any money back. Yeah, laugh. I want you to laugh. And I want you to understand. Yeah. I want you to understand that you're not getting your funds back. Okay, just Luther? Hurt. Ha you, ha ha. Okay. Here, okay, here you now. Have an amazing day. Here now, you are the victim and the prey of a scam behälter. And you feed ach, wollen Sie schon nicht mehr? Guten Tag. Guten Tag, Herr Lossmann. Mein Name ist Antonio Berg. Ich rufe Ihnen an von Support von Das Profit. Ich möchte Ihnen fragen, ob Sie das Account aktivieren oder die Daten löschen. Was möchten Sie machen, Herr Lossmann? Wer sind Sie jetzt nochmal und von wo rufen Sie an? Ich welche Firma sind Sie? Ich bin der Support-Mitarbeiter von Das Profit, wo Sie früher eine Anmeldung gemacht haben. Möchten ja. Sie die Daten löschen oder Account aktivieren? Ich habe momentan Gasprofit, da konnte man ja gar nicht handeln. Okay, ja, ist Ihre Entscheidung. Ja, aber welche Firma Sie sind Sie denn? Welche Firma sind ja, Sie denn jetzt?
Es spielt ja keine Rolle. Doch, das spielt eine Rolle. Sie sind also ein Betrüger, okay. Ja, das ist Ihre Meinung. Also nee, das ist Fakt. Das ist Fakt. Okay. Ja, das die Fakten Fakt. Entscheiden Sie es. Sie entscheiden nicht, nee, das Fakt ist. Doch, doch, das entscheide ja, ich, weil. Ja, ja, genau. Sie sagen Ihre Firma nicht, also bist du ein Betrüger, genau. Also, ich will ja von Ihnen gar nicht wissen. Ich will ja gar nicht wissen. Ich lerne doch erstmal ein bisschen Deutsch. Kauf die Tüte der ja, Deutsch. Hat nicht auch Geld. Ich spreche sehr gut Deutsch. Also, bist du betrunken, doch, ja? Hast du schon gesoffen? Nein, ich trinke nicht. Nee, solltest du aber, dass du dein jämmerliches Leben ertragen kannst. Ja, ich trinke nicht. Jämmerliches Leben als Betrüger. Genau. Ja, du bist ja doof, ich weiß es nicht, was sie haben. Und was ich lach dich aus, du bist so ein schlechter Betrüger. Ja, genau, danke. Von daher verstehe ich, wie doof sie sind. Ich rate ja, Ihnen ab, verstehst, wie doof du selber bist. Ne? Du verstehst, wie doof ja. du selber bist. Bitte kann ich mir vorstellen. Die nächste Art. Ja, genau. Ja. In die Nähe von Ihnen. Nicht gehen Sie bitte in Glasmühle. Ja, reden genau. Sie nicht mehr von daran. Okay, versuch doch erstmal Deutsch zu lernen, kleiner Betrüger. Ja, hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Robert Böhmer hier am Leitung. Spreche ich mit Herrn Thomas Adam Sick? Ja, wer ist da bitte? Mein Name ist Robert Böhmer. Ich bin hier ein Angestellter von der Kryptowährungsbank, also die Cointracker, wenn Sie schon das kennen. Nee, kenne ich nicht. Es geht ja um Folgen, Herr Sick. Adam Sick. Sind ja. Wie nochmal? Adam Sick. Adam Sick, richtig? Ja, genau. Steht doch auch da. Super. Es geht ja um Folgendes. Ich wurde ja von unserem Vorgesetzten beauftragt, also nicht nur Sie, sondern mehrere Kunden ja zu kontaktieren, was Sie in der Vergangenheit ja mit einem unlizenzierten Broker gehandelt haben, wobei auch für spätere oder keine Auszahlung bekommen haben. Wobei diese Gelder wurden schon bei unserer Plattform schon damals schon eingelegt, also auf digitale Währung. Und ich wollte mal bei Sie fragen, jetzt heute persönlich, also, haben Sie überhaupt eine Auszahlung bekommen oder immer noch nicht? Oder warum sind die Gelder noch drauf dazu? Ich kenne Sie nicht. Ich wüsste nicht, was Sie das angehen würde. Also, es ist jetzt nicht wichtig, dass Sie mich persönlich kennen. Ich habe Ihnen ja die Firma gesagt, woher ich mich melde. Also, ich sage Ihnen, Sie haben eine zugefrorene Wallet-Adresse jetzt momentan bei uns. Das ist ja von Jahr 2023. Bei uns heißt? Bei uns heißt bei... der Firma Cointracker. Wir sind die Recovery-Abteilung. Aha, Recovery-Abteilung. Cointracker. Haben Sie eine Webseite? Ja, natürlich. Die da wäre? Cointracker. Können Sie es bitte mal buchstabieren? Cäsar Otto Ida Nordpol. Ja. Und weiter? Dann kommt es. Die Theodor Richard Anton Cäsar Kaufmann Emil Richard. Können Sie es noch schneller machen, damit ich noch weniger mitschreiben kann? Entschuldigung. Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. C wie Cäsar. K wie Kaufmann. E wie Emil. Und R wie Richard. Cointracker. Ja. .de. .io. .io. Aha. Cointracker.io. Ja. Mhm. Okay, und was bieten Sie jetzt genau an? Also ich biete Ihnen gar nichts an, es geht nur um Folgendes. Ich weiß nicht, wie viel Sie mich verstanden haben bis jetzt. Das ja, Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch, aber im Großen und Ganzen habe ich Sie verstanden. Ich spreche sehr schlechtes Deutsch, meinen Sie? Richtig, ja. Das ist aber komisch. Ja. Also, sind auch die Erste, die mir das sagen, also. Die Erste, da fängt es schon an. Ich bin keine Frau, deswegen... Ach so. Und dann sagen Sie sprechen kein komisches Deutsch? Sagen Sie mal, bin ich hier in der Schule oder wollen Sie, dass ich Ihnen jetzt weiter... Ich denke, Sie bräuchten vielleicht eine Schule. Wirklich? Ja, offensichtlich. Können Sie die Schule mal anbieten? Was kann ich Ihnen anbieten? Ich bin kein Lehrer. Können Sie mir eine Schule? Okay, nee. Da Sie kein Lehrer sind, weiß nicht, warum Sie das jetzt angeht. Also wegen mein Deutsch. Na gut, wenn Sie schlechtes Deutsch sprechen, sind Sie halt, Sie sind offensichtlich kein Deutscher. Natürlich nicht.
Ja, woher kommen Sie dann? 100% nicht. Was denken Sie mal? Schätzen Sie mal. Ich würde sagen Türkei oder Russland. Von Russia, richtig. Wenn Sie wollen, können wir auf Englisch sprechen, wie es Ihnen lieb ist. Nö. Sie rufen ja hier in Deutschland an. Ja, und deswegen spreche ich ja Deutsch. Ja, sehr schlechtes Deutsch, wie ich gesagt habe. So, und was wollen Sie jetzt genau? Soll ich Sie bei einer deutschen Kollegin weiterleiten? Das ist mir relativ egal. Ich glaube, das kommt auch selber raus mit dem Ergebnis. Nee, ich leite Sie besser zu einem deutschen Kollegen weiter. Und ich denke mir mal, die spreche besser als Deutsch. Mhm. Ja? Ja, natürlich. Super, danke. Der letzte Anruf war von der angeblichen Firma Cointracker, einer Firma, die am 17. Januar 2014 gegründet wurde und eine Plattform für die Verwaltung und Versteuerung von Kryptowährungen darstellt. Dort gibt es keine Recovery-Abteilung und die sind auch nicht für die Einlagerung von gefrorenen Wallets zuständig. Dass der komische Troll sich mit fremden Federn schmückt, dürfte klar sein. Und ihm war schnell klar, dass er mich nicht abzocken kann. Deswegen flüchtete er schnell aus dem Call und wollte mich weiter verbinden und hat dann aber trotzdem aufgelegt. Ich kann nur jedem Investitionswilligen raten, sich genau zu informieren und sich bei einem solchen Vorhaben Hilfe von Menschen zu suchen, die sich wirklich damit auskennen. Das waren also die September-Schnipsel. Die Oktober-Schnipsel gibt es dann Ende Oktober. Mal sehen, was sich bis dahin so auf meinem PC ansammelt. Das nächste Video erscheint dann am Sonntag und bis dahin bleibt wie immer aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Bis dann, euer Callcenter-Crusher.